Glück auf und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SSZ. Ich bin der Sascha und ich bin heute mit euch hier unterwegs in Eindhoven und wir besuchen das Philipsstadion vom PSV Eindhoven beim Spiel gegen Excelsior Rotterdam. Aber erstmal gehen wir in die Stadt. Ja, Eindhoven ist ja die fünftgrößte Stadt in den Niederlanden und ich gehe mal mit euch jetzt weiter noch in die Stadt und erzähle euch dann nochmal was über die Stadt Eindhoven selbst. Die Stadt Eindhoven hat 244.000 Einwohner und liegt in der Provinz Nordbrabant im Süden der Niederlande. Sie besteht aus 7 verschiedenen Stadtteilen und erhielt 1232 Stadtrechte, blieb jedoch in den ersten Jahrhunderten unbedeutend. Die Stadt wuchs Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen, als die Glühlampenfabrik Philips immer mehr Arbeiter anzog. Später trug auch DRF Automobile zur Expansion der Stadt bei. Während des Krieges waren daher auch die Philips Röhrenwerke Hauptziel der alliierten Angriffe durch die deutsche Besatzung, wodurch große Teile der Stadt und der Altstadtkern unwiderruflich zerstört wurden. Heute ist Eindhoven wichtigster Produktions- und Forschungsstandort der Firma Philips. Zudem ist der Lkw-Hersteller DRF hier ansässig und große Teile der Halbleiterindustrie durch die Firma ASML. So, ich bin also jetzt angekommen hier am Stadion. Da werde ich mal reingehen, doch bevor ich dann wieder ins Stadion gehe, erzähle ich euch noch was über die Geschichte vom PSV Eindhoven. Die PSV Eindhoven, offiziell Eindhovense Footballvereinigung, wurde am 31. August 1913 gegründet. Anfangs als Werksverein des Philips-Konzerns, wobei Fußball nur eine von vielen Abteilungen im Verein war. Im Jahr 1921-22 spielte man erstmals in der obersten Liga. Seit 1926 spielt PSV durchgehend in der obersten Liga des niederländischen Verbandes. 1955 wurde schließlich auch bei PSV der Profifußball etabliert. Im selben Jahr startete man auch als erster niederländischer Vertreter im Landesmeisterpokal, schied aber in der ersten Runde gegen Rapid Wien aus. Der Verein wurde zudem 1999 in eine AG ausgegliedert. Die traditionelle Spielkleidung ist rot-weiß gestreift mit schwarzen Hosen. Mitte der 70er Jahre hatte PSV ein großes Hoch, als man 1978 mit dem Gewinn des UEFA-Pokals den ersten internationalen Titel feiern konnte. Weitere Erfolge sind ein Sieg im Europapokal der Landesmeister 1988 sowie 24 Mal niederländischer Meister, zuletzt 2018, 10 Mal Pokalsieger, zuletzt 2022 gegen Ajax und 13 Mal niederländischer Supercup-Sieger, zuletzt ebenfalls 2022 gegen Ajax. Die PSV spielt im Philipsstadion, welches ein Fassungsvermögen von 35.119 Zuschauern hat. Seitdem 1982 Trikotwerbung erlaubt wurde, trägt die PSV das Philips-Logo auf der Brust. Seit der Saison 2016-17 allerdings ist Brainport Eindhoven der neue Sponsor anstelle von Philips. Bekannte Spieler des Vereins sind Ronaldo, Romario, Patrick Kluivert, Ruud Gullit, Arjen Robben, Mark van Bommel und Huub Stevens, um nur einige große zu nennen. Außerdem auch noch Ruud van Nistelrooy, der auch der derzeitige Trainer ist. I'm here with some fans from Eindhoven, but they don't come from Netherlands, they come from England. England, yeah. And what is your prediction for the game today? 3-1 PSV. 3-1? 3-1. Okay, and what do you think? 2-0. 2-0. 2-1. Okay, and I think 4-0 because PSV want to be on the second place. Yeah, I think, yes. Yeah. Okay, then thank you. And cheers. Success. Okay. Huh? Thank you. Ciao. So, ich bin hier mit Gavin und mit Bart. Und was ist Ihr Vorstellung für den Wettbewerb oder? Ich denke 3-0. 3-0, ja, okay. 4-0, Vic Simons, Vic Simons. Ja, dann denke ich auch 4-0. Oder jij dan? Ja, ich denke auch 4-0, ja. Ja, dann denken wir mal. Ja, so war es dann. Danke mal. Fijne Wettbewerb. Six, seven, five, three, two, three.
sagen, die Stimmung könnte besser sein hier. Thank you.
kommen wir zu meinem Fazit. Also Einlasskontrolle war wieder mal top gewesen, muss ich sagen, in Eindhoven. Diesmal auch. Von daher eine 10 von 10. Alles wunderbar, alles reibungslos und so wie es sein muss. Dann natürlich Orientierung und Beschilderung am Stadion war auch top gewesen. Man konnte sofort sehen, zu welchem Block man gehen musste. Und von daher eine 8 von 10. Hätte eventuell noch ein bisschen besser sein können, aber man hatte direkt erkannt, wo man hin muss. Ja, das Essen war nicht so gut gewesen, muss ich sagen. Von daher nur eine 4 von 10, weil in dem Bereich, wo ich jetzt gesessen hatte, da gab es jetzt nur Frikandel und Kroketten. Ich hatte zwar gesehen, dass unterhalb in den Rängen noch ein bisschen mehr Auswahl gewesen ist, aber okay, für Essen jetzt extra da unten bis zum Stadion runterzulaufen, war ein bisschen jetzt übertrieben, muss ich sagen, weil die letzten Male, wo ich auch jetzt in den niederländischen Stadien war, die Wartezeiten waren ja auch an sich ziemlich lange mit 10, 15 Minuten, hatte ich mir das jetzt mal geschenkt und hatte ich mir dann nur die Frikandel gekauft und die war leider auch nicht so gut, die war kalt gewesen. Von daher kann ich hier nur eine 4 von 10 vergeben. Ja, und die Atmosphäre an sich war eine 4 von 10 auch. War ein bisschen schade, dass nur die Fans oder besser gesagt die Ultras hinter dem Tor was gemacht haben oder supportet haben. Und teilweise, muss ich gestehen, hatte man die Fans von Excelsior auf dem Platz, wo ich jetzt gesessen hatte, genauso laut gehört wie die PSW-Fans. Ja, bei den Toren natürlich waren alle wieder da im Stadion, aber normalerweise hätte ich auch da mehr erwartet, dass natürlich aufgrund der möglichen Vizemeisterschaft das ein bisschen Feuer unterm Haus ist. Aber gut, war nicht so gewesen, ist halt auch ein bisschen eine andere Situation. Die Erwartungshaltung in Eindhoven ist auch eine ganz andere und die Enttäuschung ist ja auch derzeit riesengroß, dass sie nur auf dem dritten Platz sind. Von daher kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, und dann allgemein Stadionbesuch in Eindhoven würde ich eine 7 von 10 vergeben. Ist natürlich ein sehr schönes Stadion und an sich nur das Essen war jetzt ein bisschen der Makel gewesen. Wenn man, glaube ich, was Warmes haben will oder ein bisschen an Auswahl, dann muss man halt einen längeren Weg auf sich nehmen von dem Platz aus, gerade wenn man unterm Dach oben sitzt. Ansonsten ja, war es recht gut gewesen. Auch die Leute vor Ort, die ich alle getroffen hatte, waren alle top gewesen. Von daher kann man einen schönen Fußballtag in Eindhoven erleben. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.